Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind einmal wieder zurück, frisch am Sonntag. Ja, wir bauen jetzt mal die Sitze aus, weil damit passiert was richtig Cooles. Ich glaube, das werdet ihr in diesem Video schon sehen, weiß ich aber noch nicht ganz genau. Hoppala! Hupsup! Junge, ist das schwer. Also eine Arbeitsplatte wäre jetzt nicht schlecht. Guck mal, nächste Autowaschen ist auf jeden Fall gesichert. Naja, immerhin 80 Cent. Hm, kommst nicht weit mit dem Autowaschen? Nee. Und eine Pommes. Lecker. Hm. Ja, jetzt müssen wir das hier irgendwie trennen. So, wir haben es geschafft. Für euch zur Erklärung, falls ihr auch mal vorhabt, das vielleicht selber zu machen. Auf welche Blende filmst du gerade? 11? 2,8. Dreh mal hoch auf 8, dann sehen die Leute nämlich jetzt alles scharf, was ich zeige. Mhm. Hast du? Mhm. Okay. Wir haben hier zwei Schrauben gelöst. Ihr habt gesehen, ich musste bei dem einen mit dem Lappen rein, habe ich nämlich vorher schon ausgenudelt. Das habe ich mir von Jan, weil ich hatte nur 6 Kant. Und damit habe ich es erstmal versucht, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass ich ja einen Vermieter habe, der all mögliches Werkzeug hat. Und dann habe ich mir jetzt von ihm einfach einen 6-Kant genommen. Können wir ja draußen lassen, brauchen wir gleich nochmal. Vielzahn. Einen Vielzahn genommen, genau. Ich habe es mit einem 6-Kant versucht, so rum. Und ja, deswegen musste ich dann, weil die Schraube ausgenudelt war, mit einem Hammer und einem Tuch arbeiten. Also, was haben wir gemacht? Hier ist sind zwei Schrauben, die haben wir gelöst. Hier so eine Kappe drauf, die haben wir abgemacht. Die beiden Schrauben gelöst. Dann hatten wir schon mal diese Teile in der Hand. Das sind die, die hier so vor sind, ne? Auf beiden Seiten. Dann habe ich hier unten den Keder. Siehst man das? Mhm. Diese Kante hier, da ist der Stoff quasi drum gelegt gewesen. Den habe ich einmal abgepult, hier an den Seiten. Sind diese Dinger dran, sind von der Innenseite einfach nur mit so einer kleinen Schraube, Kreuz, haben wir rausgemacht und ja, das war's. Ne? Dann hatten wir das Ding, den Stoff haben wir abgemacht, der liegt jetzt hier, der Jute. Oh, ich hoffe, ich krieg das Ding wieder zusammen, ey. Sag ich, auseinanderschrauben ist ja immer leicht. Ja, ich glaube, das mehr haben wir nicht gemacht, ne? Ich wollte nur noch mal, weil ich jetzt nicht weiß, wir haben ja, habt ihr gerade gesehen, Zeitraffer. Ich weiß noch nicht genau, was ihr da gesehen habt. Und falls ihr das selbst mal vorhabt, dass ihr wisst, wie es geht, kann ich euch auch mal was erklären. Richtiger Schrauber werde ich ja noch. So, ja genau, das machen wir jetzt mit dem zweiten Sitz auch noch. Das heißt, wir werden jetzt einmal nach Hamburg fahren zur Carbonveredelung. So, wir sind angekommen bei der Firma Carbonveredelung. Ja, moin. Moin. Ja, moin. Ihr ja, veredelt Sachen mit Carbon. Genau, das ist unser... Wie lange macht ihr das schon? Ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Mhm. So, und richtig ging es dann auch irgendwann los, wenn man so auch offiziell paar Teile verkauft und dann mit Gewerbe anmelden und sonstiges so. Also erstmal hobbymäßig quasi angefangen. Genau, so. Ich wollte erstmal mein eigenes Auto machen, damals so, und dann ja, ist man ein bisschen verzweifelt gewesen. Und dann versucht man in der Situation, ich bin so ein Mensch, ich verlagere mich eher so ganz doll da rein, so, wenn mir das gefällt. So, und dann ging es immer mehr und mehr und mehr. Und dann floss auch mehr Geld rein und immer mehr Geld rein. Und dann kam es dann halt irgendwann dazu, dass ich dann gesagt habe, dass ich das nebenbei immer mache. So, und dann ging es immer mehr in die Richtung, noch intensiver, so. Ich habe am besten Freund mir noch mit reingeholt, Philipp, und dann ging es, ja. Ja, mega. Ich habe schon ganz, ganz lange mit dem Gedanken gespielt, das zu machen, und dann bin ich auf euch aufmerksam geworden und habe immer so ein paar Storys halt gesehen und dachte ich, auf jeden Fall musst du mit den Jungs, die müssen bei dir ans Auto ran. Ja. Mega cool, was ihr da so fabriziert. Ich habe euch die Dinger einmal mitgebracht.
Ja, wie würden wir da jetzt eurer Meinung nach am besten vorgehen, dass das ja, schick ist? Ja, wir hatten ja darüber schon gesprochen gehabt. Du hast ihn ja schon sehr gut auseinandergebaut, den ganzen Sitz. Wir werden auch die Seitenteile hier lösen, weil wir die separat machen. Mhm. Weil so Sachen abkleben ist halt immer so ein Ding, das ist immer ein bisschen blöd, weil wir das Carbon halt schneiden müssen. Und dann ist das halt, ja, da haben wir halt immer Angst, immer was kaputt zu machen. Mhm. Deswegen lieber immer sowas ausbauen. Die werden wir wahrscheinlich auch noch ausbauen. Die sind, habe ich schon eben gerade gesehen, Plastikfisch oder so gepopnietet oder irgendwas. Hier hinten mit so Metallklammern dran. Wenn wir lösen, die werden wir auch ausbauen. Und dann werden wir nochmal darüber schnacken, ob wir die dann auch noch machen. Oder in schwarz, in Hochland schwarz oder keine Ahnung, was du alles gerne haben möchtest. Mhm. Das ist eigentlich so, da bist du frei über. Also ich glaube schon, zumindest über die, also über die Rückseite hier habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber kannst du mal hier so eine, die Blende von vorne geben? Ja. Genau. Also da hatte ich mir bei den Dingern, die sitzen ja vorne an den Polstern dran, da hatte ich mir schon Gedanken gemacht und wenn du sagst, dass ihr das hinbekommt, dann hätte ich die, glaube ich, schon ganz gerne auch in Carbon. Ja. Die würden dann, die sitzen dann halt so drin, ne? Ja, genau. Ja. Zwischen, auf dem Polster quasi drauf. Genau. Ja. Nee, das ist kein Problem. Okay, auch mit diesen Kanten und sowas, was hier ist, das kriegt ihr da alles richtig schön... Ja, wir müssen halt gucken, wie wir das setzen. Wir werden wahrscheinlich vielleicht ein- bis zweimal vielleicht aufkleben, einen Vorversuch machen und dann gucken, wie wir das Dach dann machen, wo wir eine Schnittkante setzen. So. Wenn das Ding jetzt so drinnen sitzt und der Sitz halt so steht, dann... ist halt meine Denkensweise halt immer, dass ich irgendwie hier oben eine Schnittkante setze, weil man die halt wirklich nicht sieht. Mhm. Oder eventuell auch noch hier eine. Das muss man halt gucken, wie man es halt gelegt bekommt. Ne? Mhm. Dafür habe ich das Bauteil jetzt erst 2 Sekunden in der Hand. Ja, ja, klar. Aber das müssen wir uns dann angucken. Aber das ist eigentlich gar kein Problem, überhaupt nicht. Und kriegen wir das so hin? Ich kann dir nochmal Bilder zeigen von der Motorhaube oder vom Lenkrad. Da haben wir das Carbon alles so ein bisschen schräg gewählt. Genau, die Faserrichtung ist dabei sehr wichtig. Mhm. Beim Sitz müssen wir das gucken. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf ungefähr, wie lang der ist. Ich schätze mal einen Meter. Wie rum wir liegen können. Mhm. Das werden wir gleich noch nachher auch einmal nach oben gehen. Wir müssen uns das angucken, einmal den Sitz mitnehmen, einmal rüberhalten, wie können wir es am besten rauflegen. Mhm. Und dann können wir auch entscheiden, welche Faserrichtung können wir gehen. Mhm. Okay. Wir haben jetzt nicht keine sehr großen Matten da. Klar, wir haben endliche Meter lang haben wir, ja, das ist kein Problem. Aber wir haben halt keine 1,50 Meter Rollen jetzt. Ja. So, weil unser Hersteller ein bisschen Probleme mit dem Organisieren hat. Mhm. Ist auch eine Kostensache. Ja, klar. Da zahlt man eben mal ein bisschen mehr für, so, und dafür lohnt sich das bei uns jetzt nicht, wenn wir uns da sehr, sehr viele Quadratmeter holen, weil wir halt hauptsächlich Innenräume machen oder sonstiges, naja, deswegen klar. Lang bei uns 1 Meter Rollen, aber sowas machen wir dann, wenn wir für unseren anderen Jungs oder so mal eine Motorhaube machen oder sonstiges, dann bestellen wir auch mal eine 1,50er Rolle, das ist mal so Absprechung, nur wenn du sagst, du möchtest das unbedingt jetzt so haben, dann haben wir vom Kumpel noch eine Motorhaube, das dann zusammen beides und dann können wir ein paar Quadratmeter mehr bestellen. Ne? Mhm. Und wie lange würdest du jetzt brauchen für so einen Sitz oder ihr? Also normalerweise auch bei Innenräumen und generell bei irgendwelchen Teilen sagen wir ungefähr 2 bis 3 Wochen. Mhm. Es kommt aber halt aber auch immer drauf an, wie die Arbeit da ist. Ne? So, das Ding ist halt, ja, wie man das halt sieht, da hat halt sehr viele Ecken und Kurven. Mhm. Erstmal das Ding zu belegen wird schon nicht einfach sein. Also das ist schon eine ganz kleine Herausforderung. Wie immer fangen wir am tiefsten Punkt an und dann müssen wir uns halt so ein bisschen dahin arbeiten. So, da bin ich auch gerade ein bisschen am Überlegen, ob wir hier anfangen oder doch von der Seite lieber anfangen. Aber das würde eigentlich... das. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ihr schleift das dann alles an? Genau, also wir zerstören ihn einmal. Ja, okay. Kenne ich ja von der Karosse schon. Der wird einmal wirklich auf 60 so grob wie möglich geschliffen. Mhm. So, dann wird er einmal schön staubfrei gemacht, dann wird er einmal entfettet. Und dann kommt der in die Kabine, dann hauen wir da Kleber rüber, dann kommt noch Kleber aufs Gewebe rauf und das lassen wir ein bisschen ablüften. Und dann muss das ja wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang trocknen, ne? Genau, also normalerweise 2 bis 3 Tage soll der Kleber aushärten. So, bevor man das überhaupt verbindet, oder? Nein, bevor man da irgendwas rüber macht. Achso, okay, also Klarlack oder sowas zum Beispiel. Genau, okay. Ein Tag muss aus. Also, der Klarlack darf, der Kleber darf nicht mit irgendwas bedeckt sein. Mhm. Auf jeden Fall definitiv vor 12 Stunden. Sonst hat man halt Haftungsprobleme oder die Sachen enthalten da doch irgendwelche Lösemittel. Bei uns dementsprechend halt nicht für die erste Schicht. So, dann kleben wir das Gewebe drauf.
einige Überstände werden abgeschnitten. Zum Beispiel, da müssen wir auch nochmal drüber reden, wie weit du das Carbon innen drin rein möchtest, weil du hast ja hier noch einen Polster drüber. Ja genau, das da wird dieser Keder von dem Stoff halt reingeklickt. Genau, so, das ist dann halt wieder so eine Sache, wenn du das genau hier an der Kante haben möchtest, dann ist das halt wieder so ein Ding, hier mit einem Schleifpapier, mit irgendwelchen Schleifmaschinen reinzukommen, ist dann auch wieder so ein Aufwand. Mhm. So, aber normalerweise machen wir das dann halt so, dass wir Carbon bis oben hin rumlegen, dann schneiden wir hier oben einmal glatt ab. So, und dann nachher, bevor wir Klarlack machen, wird die Pappe einmal noch hier in drin schwarz geduscht. Mhm. Und dann wird die nochmal wieder geschliffen. So, durch das Schleifen haben wir dann hier halt einen relativ sauberen Übergang. Mhm. Das hast du ja auch gesehen bei Philipp seiner Limo. Mhm. Da ist ja halt dieser schwarze Übergang. So, sowas kann man machen. Da haben wir zum Beispiel bei den Kuhflügeln gemacht. Und da ist es halt so, dass wir das halt schwarz spritzen und dann schleifen wir noch einmal wieder glatt. Mhm. Nochmal wieder und so, dass wir das hier schleifen, bleibt hier halt der schwarze Kontrast. Bleibt eine saubere Kante da. Ja. Das ist wichtig halt. Okay. Das ist halt wichtig, dass du keinen Übergang hast oder ja, oder sonstiges abgebildet ist, weil das ist schon eine Sauerei mit den ganzen Harzen und alles. Mhm. So, und dann, das ist halt was anderes als wie Vollcarbon-Teile. Ne? Naja, klar. Das kann man überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, finde ich, weil die Arbeit was ganz anderes ist. Also, wir haben jetzt die Teile einmal beklebt, zumindest auf einmal die Sitzkappen. Die sehen so aus, ich zeige euch jetzt einmal. So sehen die Sitze aus. Schön oberflächig geworden. Wir haben zwei Versuche gemacht. Erstmal haben wir die Mitte einmal gemacht und dann hatten wir ein bisschen hier Probleme mit dem Verzug. Und dann haben wir es nochmal neu gemacht und dann sind wir von oben, haben wir angefangen, haben uns runtergearbeitet, erstmal links und rechts runter. Ja. Sieht schick aus. Die Kanten werden hier alle schön geschnitten. Und morgen geht es daran weiter. Also, eine Stunde, nachdem wir den ersten Gang aufgetragen haben und die Teile getempert haben, sieht es ungefähr jetzt einmal so aus. Das zeige ich jetzt einmal. Noch ein paar Staubeinschlüsse, aber ansonsten sieht das ganz gut aus. So, ein Teil habe ich schon mal rausgebracht. Das sieht so aus. Das zeige ich jetzt einmal. Das steht hier schon ready. So, das Teil wird jetzt einmal geschliffen und ja, dann kann es weitergehen. Zweieinhalb Wochen später wieder hier. Ja, ihr habt gerade im Zeitraffer gesehen, wie das Ganze gebaut worden ist. Ging alles gut? Ja. Ja, ne? Alles wunderbar.
Ja, die Dinger sind fertig, pack mal aus. Ich habe sie nämlich auch noch nicht gesehen. Auf Fotos und immer mal wieder so einen kleinen Zwischenstand. Ist schon geil. Wir haben uns hier dafür entschieden, das ist jetzt, ihr habt erst den Aufkleber drauf gemacht und dann Klarlack. Also normalerweise machen wir das so, dass wir halt unsere Harzschichten fertig machen, da kommt Aufkleber drauf und dann machen wir Klarlack rüber. Da haben wir uns das jetzt so entschieden, dass wir ein bisschen schon den Aufkleber ins Harz eingebracht haben, damit wir halt eine etwas bessere Oberfläche haben. Mhm. Weil du spürst diesen Aufkleber, du merkst halt nicht. Ne? Also abholen oder so ist jetzt nicht mehr. Finde ich. Runterschleifen, grob. Genau. Sehr grob. Sehr grob. Aber ja. Dann machst du wahrscheinlich, dann ist wahrscheinlich auch wieder der Aufbau dann komplett im Arsch, ne? Alles. Ja. Ja. Ja, aber das ist doch. Das gefällt mir. Finde ich mega cool. Ja. Sehr cool. Ihr macht auch wirklich alles aus Carbon, ne? Wir haben schon alles gemacht. Alles, ne? Ja. Über Motorradtanks, eigentlich alles Mögliche. Kleinteile. Wir haben uns. Warte mal. Suche mal, weil das alles hier ist auch noch, haben wir alles in Carbon gemacht. Oder die Jungs. Ja, da ist auch das gleiche mit Recaro. Ist das jetzt hier schon wieder gegengeschraubt? Bitte? Nee, das Diebe nur eingeklickt. Achso, nur eingeklickt. Das heißt, die kann ich jetzt aber wieder rausklicken. Die kannst du ganz normal rausklicken. Okay, weil dahinter sitzen ja die Schrauben, ne? Richtig. Ja. Ja, aber hier halt mit Hochglanz schwarz in den Zwischenräumen und dann. Ja, mega cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Das ist schön. Sehr cool. Ja, das war jetzt einfach hier so mit rein. Das hier sind Schräubchen. Schrauben und alles. Alles, was noch vom Ausbau jetzt übrig geblieben ist. Weil ich wusste jetzt nicht, wie weit du jetzt noch irgendwas am Sitz machen lässt oder machst wegen den Seitensachen und sowas alles. Diese kleinen Schrauben, die sind dann für das Gegenstück, ja, genau, hier? Genau. Okay, gut. Nur damit ich das mal gehört habe, ja, genau, und weiß, wie. Und hier hinten ist der eine, das ist eine Kabel zum Einhaken hier. Das hier, das haben wir festgemacht einmal. Mhm. So, und das klickst du dann ganz normal wieder hier mit rein, mit bei dem Hebel. Ja. Da führst du ihn ein und dann hackst du ihn fest. Siehst du sofort ganz einfach. Ja, ja. Das sollte ich hinkriegen. Ja. Mega cool. Finde ich gut. Jo. Gefällt mir. Dann 780 Gramm sind sie schwerer geworden. 780 Gramm? Ja. Ja. Spürbar schwerer. Ja, ja. Ich achte bei dem Wagen ja eh noch nicht so auf Leichtbau, weil nur zum Beispiel der Spoiler, der von dem Oettinger Kit hinten drauf kommt, wiegt 4,5 Kilo unlackiert. Also Leichtbau betreiben wir noch nicht. Es passiert im Innenraum aber noch einiges. Das werdet ihr auch irgendwann, also dafür muss die Karosse erstmal wieder bei mir sein. Aktuell steht sie bei Danny im Schrammwerk. Da wird jetzt das nächste Video sein, wie wir die Seitenteile verkleben. Die werden erstmal verklebt, dass dann vernünftig gelackt werden kann. Ja, das seht ihr als nächstes. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für die geile Arbeit. Natürlich. Gerne. War eine gute Entscheidung, hierher zu kommen, auf jeden Fall. Findest du? Bis jetzt noch? Ja, wenn nicht, schreibe ich euch nachher. Achso, was ich noch sagen wollte. Normalerweise wollte ich euch die Sitze fertig eingebaut zeigen. Nur ich will ja noch die Seitenteile. Die sollen in Hochglanz schwarz kommen. Ja, und ich glaube, Danny hat noch gar keine Zeit gehabt, also Danny der Lackierer, hat noch gar keine Zeit gehabt, sich daran zu schaffen zu machen. Deswegen, sobald es in dem nächsten Video wieder um den Innenraum geht, werde ich euch die Sitze einmal fertig zeigen. Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.